Der Herbst steht vor der Tür und das lässt auch die Corona-Zahlen wieder in die Höhe schießen. Einen neuen Impfstoff gibt es bereits. Wir wollten jetzt von den Österreichern wissen, wie sie die aktuelle Corona-Lage so einschätzen. Ich finde, das Corona ist für mich wie eine Grippe, also ich sehe das nicht anders. Sorgen mache ich mir nicht, aber ich beobachte es sehr wohl. Also ich persönlich mache mir jetzt keine Sorgen mehr, habe mir auch in der Pandemie jetzt nicht die größten Sorgen der Welt gemacht. Für mich ist das Thema erledigt, hat lang genug gedauert, sind wir froh, dass wir alle wieder in der Normalität sind. Wie schätzen Sie aktuell die Lage ein? Machen Sie sich Sorgen? Kein bisschen. Ich schätze, wir haben unsere Lektionen aus den letzten Jahren gelernt und jetzt, wo irgendwie alle geimpft sind und oder es schon mal dreimal, viermal hatten, ist es, glaube ich, wie eine Grippe. Wie stehen Sie jetzt zum neuen Impfstoff? Holen Sie sich den? Wahrscheinlich. Ja, sofort nicht, aber in der nächsten Zeit eben. Nicht mal gewusst, dass es den gibt, muss ich jetzt ehrlich sein. Aber wenn es sich ergibt, ja schon. Das hat die ersten viermal nicht geschadet. Das wird das nächste Mal auch nicht schaden. Aktuell kann man sich ja auch nicht gratis testen oder so. Finden Sie, sollte das wieder zurückkommen? Ja. Weil 25 Euro, wenn du einen Test brauchst, zumindest bei den Arzt, wo ich heute war. Gebe ich sicher nicht aus. Würden Sie sich aber prinzipiell wieder Maßnahmen wünschen, so eine Maskenpflicht oder sowas? Nee, überhaupt nicht. Naja, sinnvoll dann ab Herbst, wenn es wirklich losgeht, in den überfüllten U-Bahnen. Wenn die U-Bahn knackevoll ist, ist es vielleicht sinnvoll. Ich würde es mir maximal in der U-Bahn wünschen. U6 lässt grüßen. Im öffentlichen Verkehrsraum, in öffentlichen Gebäuden kann ich es mir noch einreden lassen, aber all in all, jetzt überall, auch beim Shoppen und so, eher ungut. Ja, ich tät wieder Masken, aber viel strenger kontrollieren, als bis jetzt passiert ist, weil im Prinzip hat sich keiner dran gehalten. Jeder hust da ins Gesicht oder nierst da ins Gesicht. Es gibt keine Hand vorhalten und das ist das, was mich dermaßen ärgert. Wenn irgendwer sagt, es lassen sich Tode dadurch aufhalten, dann lässt sich's aushalten. Wenn sich Corona jetzt mit Ebola mischt, wenn es wieder gefährlicher werden wird, dann würde ich schon auch wieder Maßnahmen aushalten können.